Мария Алехина. 23 февраля... Нет. 23 февраля 2012 года. Следствие страх. О, что мы? Разбились о капли, о стены. Явились ли после кому? Только, Боже, тебе одному. И храни мою руку, когда просто стол сброшу. И перед там сразу же жди меня. На набережной, на берегу, я из них убегу. Так, кто-то на немецком должен прочитать. Im Licht der aktuellen Ereignisse von Maria Aljochina. Es ist nicht schrecklich, schlimme Dinge zu tun. Das machen alle. Es ist leicht, sich zu verlieren. Niemand bemerkt das. Ein Stück Dreck mehr, ein Stück Dreck weniger. Was soll man dazu sagen? So sind die Zeiten. Wir haben Pech. Aber man darf sich nicht fürchten oder schämen, etwas Gutes zu tun. Man darf es nicht. Davon gibt es jetzt so schrecklich wenig. Jetzt sind die Zyniker modern. Grinsen oder sogar dumpfe Schwermut. Wissen Sie, wenn Sie nichts unternehmen, unternimmt vielleicht niemand etwas. Viele haben einfach keine Zeit, sich ihre Handlungen anzuschauen. Erst recht nicht, sie bewusst zu machen. Die Zeit, andere zu begutachten, ist da. Die Zeit, anzuklagen, ist da. Wenn Sie sich entscheiden, haben gut, wenn Sie sich entschieden haben, Gutes zu tun, unter allen Umständen zu helfen, seien Sie sich bewusst, dass Sie verloren haben. Das heißt aber nicht, dass Sie es nicht tun müssen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wer wir sind. Es ist wichtig zu wissen, dass wir Gewissen wichtiger ist. Dass das Gewissen wichtiger ist. Nicht das Verändern ist wichtig, sondern zu wissen, dass du etwas änderst. Es ist höchstwahrscheinlich die Übersetzung von Martina Steiß, aber ich weiß es nicht hundertprozentig genau.